So, jetzt sind wir hier herunten schon wieder. Oh, ich sehe da schon wieder Eurynomos. Die kleinen Fleischfresser, die süßen. Ach Gott, seid ihr putzig! Putzig, putzig, putzig mit Doppel-D. Natürlich, nicht vergessen. So, und bevor der alte Stinker hier kommt, können wir dann auch locker den Knochenhaufen ausrauben. Ah, jetzt wurde es dann doch langsam eng, aber mehr als einen Schlag konnte er doch nicht ausrichten. Ziemlich peinlich, diese Geschöpfe, die hier die Gräber bewachen sollen. Sind wir jetzt eigentlich Grabräuber? Eigentlich schon, ne? Verdammte Axt. Also sind wir die Bösen, oder wie? Plot-Twist! What a twist! Naja, kommt wahrscheinlich noch auf, ob wir die Bösen oder die Guten sind. Noch glaube ich ja daran, dass wir die Guten sind. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Man sollte sich da nicht immer so ganz sicher sein. Man sollte auch mal selber überlegen, für welche Seite man eigentlich kämpft. Ob für die Guten oder für die Bösen. Wer sind überhaupt die Guten? Wer sind die Bösen? Das ist doch eh Definitionssache. Oh Gott, was habe ich denn jetzt wieder aufgenommen? Irgendwas, nur nicht das, was ich aufnehmen wollte. Nee, sowas brauchen wir gar nicht. Also weg damit und erstmal um das Gerät kümmern. So, Pam, du bist tot. Hier haben wir wohl einen Sarko. Nö, haben wir nicht. Sondern nur eine Kiste. Vielleicht wurde der alte Tote schon irgendwo hin verschleppt, geklaut und liegt jetzt auf irgendeinem Dachboden und wird von irgendeinem Jungen gefunden. Oder so? Keine Ahnung. Na, jetzt aber. So, da hätten wir die Kammer auch schon wieder erledigt. Na, natürlich. Siehst du? Nee. Siehst du? Nee. Siehst du? Nee. Wie kann. Hä? Wieso war ich denn gerade vorhin drin? Ach Gott, ist ja auch egal. Ist doch egal, ist doch egal. Wir wollen hier nicht die Bugs oder Glitches oder Clipping-Fehler vom Spiel austesten, sondern hier mal ordentlich weitermachen und durchkommen. Mittlerweile ja in Folge 90. Krass, es geht auf die 100 zu. Ich glaube, ich spinne. Huch, nein, nicht die Schattenläufer. Nein, 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 die waren fies. Solange es nur einer ist, ist es völlig okay. Oh Gott, das ist der nächste. Holy Macaron, Alter. Was wollte ich sagen? Es geht auf die 100 zu. Das hätte ich mir fast nicht zu träumen gewagt. Dass ich wirklich so viel. Boah, mega Ruckler! Dass ich so viel Durchhaltevermögen mitbringe. Aber es hat funktioniert und ich finde es, wie gesagt, immer noch so unnormal geil. Ich mache es mit so einer Liebe und so gern. Und da sind so 100 Folgen, so das 100. Jubiläum ist ein echter Lohn dafür. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar schon mit Ägypten fertig sind bis dahin. Können wir vielleicht hinhauen? 10 Folgen, das sind wie viele Spielstunden? So um die 2? 2,5 Spielstunden, ne? Ja, natürlich. Könnte also machbar sein. Definitiv. Siehst du, jetzt haben wir schon das Grab von Amenhotep dem Zweiten oder der Zweiten erledigt. 2 von X. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde jetzt gern alle Gräber in dieser Aufnahme packen, weil du weißt, wenn wir wieder laden, dann ist wieder alles für die Katz gewesen. Ist nicht so toll. Ist eher Medium, muss man mal sagen. So, also hier haben wir noch mindestens. Boah. Ameisenlöwe, Hallöchen. So, was haben wir hier? Eine Kampfmarkierung. Nein, ein Schrein der Dornen. Den nehmen wir natürlich mit Liebe und kümmern uns um die kleinen Fliegekäferchen. Erinnern schon ein bisschen an Maikäfer, oder? Sind es Maikäfer? Ich weiß es gar nicht. Oh je, ihr könnt mir mittlerweile nichts mehr anhaben. Ihr könnt mir weder einen Schrecken einjagen, noch könnt ihr mir wehtun. Mittlerweile habe ich mich wieder an euch gewöhnt. Gewohnt, gewöhnt, getralala. 40 Schaden, 7% Stärke und 5% Leben. Finde ich, glaube ich, jetzt nicht so toll im Vergleich zu 21% Stärke, aber da wir das Waffenset eh nie benutzen, kann es mir doch eigentlich ziemlich wurscht sein, oder?
Naja. Lass in das Grab von Seth dem Ersten hinabsteigen. Und da kümmern wir uns erstmal um Tausende von Fleischfressern. Alter, was wollen die denn alle hier? Wenn so ein Leichnam hierher kommt, dann ist er doch schon verpackt und verwickelt und schon mal relativ ausgeblutet, glaube ich. Was wollten ihr Fleischfresser dann noch hier? Wartet ihr denn auf die Lebenden? Wartet ihr auf Grabräuber vielleicht sogar? No one knows. Und was hat Daniel Aminatus damit zu tun? Und vor allem die... Ah, nee. Ach, das war ja ganz was anderes. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Und Daniel Aminati muss sich irgendwie darum kümmern oder so. Irgendwie so war das doch. Ganz sicher bin ich mir aber noch nicht. So, wieso sind hier dann schon wieder lauter Aufständische? Gibt es da schon wieder was, wogegen man protestieren kann und muss oder wie? Oder was? Hä? Man weiß es nicht, man munkelt nur, man kümmert sich erstmal um all dies Hab und Gut, das uns zusteht. Warum steht uns das eigentlich zu, frage ich mich. Schrein der Erfahrung, den nehmen wir mit, um die kleinen Ohrhühnermüsschen zu erledigen, um damit... Oh, guck mal auf den Balken, guck mal auf den Balken, wir haben gleich ein Level Up. Bam, und komm, jawoll, Level 26 für den Putzos. Darum kümmern wir uns, glaube ich, gleich mal. Was wollen wir denn sehen? Was wollen wir haben? Stärke ist, glaube ich, nicht so clever. Ich glaube, wenn wir auf die Geschicklichkeit gehen, da haben wir mehr davon. Angriffsqualität, Verteidigungsqualität und Durchschlagschaden klingt super. Schau jetzt mal, 148 und nun machen wir immer noch 148. Hui! Aber ich denke hier, unsere Qualitäten erhöhen sich, das ist schon mal super. Wir machen mehr, wir haben hier ein bisschen mehr Verteidigung als Angriff, das ist schon mal auch gut. Gerade für uns als Pfeil- und Speerträger. So, jetzt kümmern wir uns noch um dieses Fensterchen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich mich um den Blitzschaden kümmern soll, weil so viel bringt's doch gar nicht. Oder ist das der Schaden, warum die Gegner eingefroren werden? Weißt du, der Lähmungsschaden und verursacht beim Gegner einen mächtigen Elektroschock. Das ist es doch, oder? Hem. Pass mal auf, 148 Schaden. Und jetzt 1, 2, 3. Müssten wir deutlich mehr machen. Ne, 148. Also ist es wahrscheinlich wirklich dieses Element, das dafür verantwortlich ist, dass die Gegner für einen Moment eingefroren sind, beziehungsweise gelähmt sind. Ist doch auch nicht übel, oder? Ist doch an sich ziemlich geil. So, siehst du, hier sind schon wieder alle kaputt. Und um die Schattenläufer kümmern wir uns auch gleich. Die hoffentlich ein bisschen eingefroren werden. Nö, werden sie nicht. Doch, siehst du mal. Der war gerade für einen kurzen Moment ziemlich still. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Aber könnte ja sein. Ringe und Amulette. Nee, da haben wir nichts. Okay. Weiter geht's in die nächste Kammer, wo wieder ein paar Mumien auf uns waren. Und siehst du, wenn die sich so ein bisschen vorbeugen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass sie gelähmt sind. Siehst du? Ja, gerade. Und er auch. Und ich glaube, das ist das, dafür ist der Elektroschock verantwortlich. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, zack, Gold und Schreino. Und der nächste Schreino. Und gar nichts. Na, super. Dann gucken wir mal weiter. Gucken, gucken, gucken. Was es wen interessiert, ich nehme tatsächlich mal zu einer menschlichen Zeit auf. Ich bin hellwach, weil ich gerade einen ordentlichen Schlafrhythmus habe. Und alles super. Und boah, Magica kam ja... Moment, wenn diese Folge hier läuft, dann müsste Magica schon seit längerer Zeit wahrscheinlich nicht erschienen sein. Was leider daran liegt, dass wir... Probleme mit dem Multiplayer von Magica haben. Das Problem ist auch bekannt, lässt sich aber leider nicht lösen.
sodass wir Magica wohl mal in einem Rutsch durchspielen und aufnehmen müssen mit dem guten Kandorek. Und das kann noch ein bisschen dauern, weil, kannst du dir vorstellen, ein paar Stunden Aufnahme, da musst du einen guten Termin finden, wo alle Zeit haben. Und dass sich der nicht so schnell findet bzw. gefunden hat, ist wohl klar, hoffe ich. Und deswegen beschränken wir uns jetzt halt wieder auf Titan Quest bzw. Titan Quest und Payday. Sollte uns ja auch reichen. Ich meine, Magica läuft sicher nicht davon. Das können wir zu gegebenem Zeitpunkt wieder aufgreifen. Und vielleicht, wenn wir das Spiel mal ein bisschen mehr drauf haben, zumindest ich. Kandorek war da ja ein bisschen besser darin. Ich jetzt nicht so. Aber naja. Muss man sich hoffentlich nicht dafür schämen. Das ist so ein Spielprinzip, da muss man erstmal ein bisschen reinkommen. Wenn man jetzt nicht schon ein paar Stunden gespielt hat und da ein bisschen drin ist, dann kommt man damit nicht so einfach klar. Naja. Was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Ja, gerne mal bei Kandorek vorbeigucken. Er macht, glaube ich, momentan auch Kerbal Space Program, das auch ziemlich sehenswert ist. Das Spiel an sich ist spielenswert. Das LP von Kandorek ist sehenswert. Also, huch! Grab von Tuyu? Vom Grab vom Seed? In das Grab von Tuyu. Das ist natürlich auch interessant. Kirby Space Program, ja, ist sicherlich sehenswert, kann man sich angucken. Nur zu empfehlen. So, und jetzt sind hier alle hinüber. Und doch noch nicht hinüber. Alter, wie viele Fleischfresser hier rumlaufen. Und ich muss leider alle töten, weil sie auf mich losgehen. Das ist doch traurig. Alter, what? Schattenläufer, noch ein paar Eurynomus. Und hier haben wir irgendeinen Schrein der Meisterschaft, okay. Ob wir den wohl noch brauchen werden? Ich glaube mal ja. Und hier sind wir jetzt offenbar direkt am Sarkophag von Tuyu angekommen. War ja ein kurzer Trip in dieses Grab. So, pass mal auf, bevor wir den Sarkophag aufmachen, kümmern wir uns erstmal um die Leuchteaugen und die Knochenhaufen. Ist, denke ich, ziemlich sinnvoll, wenn wir das so lösen. Na, Hallöchen. Und du auch, und du auch, und du auch. Und ihr alle. Ach, hier ist da noch ein Schattenläufer, den sehe ich doch aus dem Augenwinkel mit meinen adlerigen Adleraugen. So, ein paar Kisten und Truhen aufmachen. Gesundheitstrank, Gold, Gold. Was erblicken meine Augen denn da? Das ist doch jetzt wohl ein Schlag ins Gesicht für uns, oder? Die haben wir doch schon, Alter. Wieso kriegen wir denn ausgerechnet die doppelt? Hätten wir nicht irgendwas anderes haben können? Den Umhang, die Armfeder, die Beinschienen oder das Zepter? Nein, wir kriegen natürlich wieder irgendwas doppelt. War doch klar. Aber hey, nicht verzagen. Wir können das Ding, denke ich mal, für einen guten Preis verkaufen. Amun-Ra's Ruhm. Wo ballern wir das denn drauf? Leben und Energie. Moment mal, wieso haben wir hier so ein Amulett, auf das wir nichts drauf haben? Auf dem wir nichts drauf haben? Was können wir denn da sinnvollerweise draufballern? Waffen, Rüstungen, Torso-Rüstungen, Rüstungen, Waffen, 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 Torso-Rüstungen, Amulette. Amulette? Aber Götterblut haben wir schon irgendwo. Hier haben wir Götterblut. Lebenskraftschaden, Lebenskraftschaden. Und Lähmungswiderstand. Ich weiß nicht. Ich glaube, das heben wir uns lieber auf. Da ballern wir lieber was drauf, was wir besser gebrauchen können. Na gut, sehen wir dann. Jetzt erstmal den Sarkophag öffnen. Hallöchen. Oh. Sie spucken gleich mal Gold aus, sie lieber Untoter, Totentoter. Ah ne, er ist ein Toter, ein richtiger Toter. So, und mit dem Schrein der Meisterschaft gucken wir mal, wo es hier lang geht. Wieder nach oben, die Treppen. Oh, ein paar
Wächterstatuen. Ja, mit denen kommen wir, denke ich mal, klar. Vor allem mit dem Schrein der Meisterschaft, der hier ja doch ein bisschen verschwendet ist. Naja, was soll es? Was soll es, was soll es, was soll es? So, hier haben wir noch ein paar Klingenfallen. Das sehe ich doch schon wieder mit meinen adleräugigen Adleraugen aus der Ferne. Oh, du kommst aber schnell angerannt. Manometer, da wird mir ganz flau im Magen. Sonst wird das Grab hier offenbar doch noch ein bisschen größer. Sogar eine ganze Ecke. Holy Macaron. So. Aber ihr seid ja dank... Dank Schrein der Meisterschaft kein großes Hindernis. Für den großen, mächtigen Putzhaus. So. Zack. Und eine Kiste. Kiste öffne dich. Goldtrank. Zack. Und wieder hinauf, so wie es aussieht. Jawohl. Und ich glaube, hier sind wir schon wieder am Ausgang. Jo. Das heißt, es waren wirklich zwei Gräber, die einfach nur irgendwie miteinander verbunden waren. Aus welchen Gründen auch immer. Umso besser. So haben wir jetzt schon wieder gleich mal ein bisschen mehr abgeklappert. Also zumindest ein Boppel auf der Karte mehr. Von dem wir hätten ausgehen können, dass es eine neue Höhle ist, beziehungsweise ein neues Grab. Ein Außenpanzer für den Putzi. Hatten wir doch noch zur Genüge. Siehst du mal, jetzt haben wir schon zwei Außenpanzer. Einmal mit Feuerwiderstand, einmal mit Verteidigungsqualität. Ja, gut. Mal gucken, ob wir es irgendwann brauchen können. Wer weiß, wer weiß. Und, Alter, dein Ernst? Das ist so ein Schlag ins Gesicht. Ein Schlag ins Gesicht. Ach ja, was soll's. Was rege ich mich eigentlich noch auf? Man kann ja doch nichts dagegen tun. Sonst pass mal auf. War das denn jetzt hier das Grab, in das wir reingegangen sind? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, aber ich prüfe es nochmal. Ja, Grab von Seth des Ersten. Seth dem Ersten. Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ist doch auch nicht übel. Jetzt haben wir hier den ganzen Arm von dem Tal abgeklappert. Ist doch schon mal ziemlich gut. Grundsolide, würde ich mal sagen. Und mit diesem Erfolg im Gepäck würde ich mal sagen, wir machen wieder ein klitzekleines Päuslein und kümmern uns ich bin hier doch vorbeigekommen. Wieso bist denn du vorher nicht aufgetaucht, mein lieber Herr? Hallo? Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen oder wie oder was? Naja. Wie gesagt, erstmal wieder ein klitzekleines Päuslein und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen, hoffe, es hat Spaß gemacht und sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.